Jo, was geht ab, Leute? Andreas hier und heute habe ich hier ein DLC-Gameplay dabei. Und zwar ist das nur Nuklear. Und ja, ich habe ja unter meinem letzten Video geschrieben, was eine Detour Nuklear war. Könnt ihr euch ja mal kurz ansehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ist auf meinem Channel oder es ist einfach auch in die Beschreibung dann. Geht einfach kurz an. Ich habe ja geschrieben, so ab 250 Likes ungefähr, welches nächste DLC-Gameplay hochladen, beziehungsweise DLC Nuklear. Und ja, hier ist es, würde ich mal sagen, ne? Also ist ein Nuklear mit der MSMC auf der Map Rush. Und ich würde erstmal sagen, als erstes würde ich erstmal so die Meinung über diese Map hier mal raushauen. Und zwar, ja, wie ihr seht, so ein Paintball, ja, Paintball-Bereich, so ein Tank, so ein kleiner Bereich, so ich glaube bei der C-Flag ist das so ein Tankstellenbereich mit so einem Shop. Aber das ist so als Paintball und so voller Graffiti und sowas. Hier passt auch, ich habe ja auch die Graffiti-Camo hier benutzt, passt auch voll zur Map. Ja, ich würde auf jeden Fall schon mal raushauen. Also, mir gefällt die Map sehr, also ist meine zweite Lieblings-Map, würde ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall mein zweit. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht mein zweites Lieblingswert, vielleicht mein erstes Mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist Cove besser, aber mal gucken. Falls eine richtig gute Map. Aber wie der schon sagt, man kann gut drauf rushen, aber nur weil der Name so heißt, muss er ja nicht das heißen, dass wirklich alle drauf rushen. Gibt auch ein paar Leute, die schimmeln, aber für Rusher ist die Map echt gut geeignet. Und auch wenn ihr Sniper seid und auf Feeds gehen wollt, ist die Map auch wahrscheinlich richtig gut geeignet. Also, keine Ahnung, vielleicht ist einer von euch YouTuber und geht snipen geht auf Feeds und sowas für Montages, dann fällt euch die Map 100 Pro auch. Und für wie gut sie für Lethals ist, sprich für Loadstar, Swarm und so, weiß ich auch nicht. Ich zock nur 6 gegen 6 gerade, also heute ist mein erster Tag mit dem Map Pack. Nebenbei, für Leute, die es wissen, ich konnte es gestern nicht downloaden. Also ich zocke ja nur 6 gegen 6 gerade aus dem einfachen Grund, weil Grounds dauert zu lange, erstmal die DC-Map zu finden. Und der zweite Grund ist, wenn man nicht Revolution und Uprising noch hat, dann dauert das noch viel länger, eine Lobby zu finden in Ground War. Und ich habe jetzt echt keinen Bock, die nochmal down zu machen, mache ich erst später irgendwie. Deswegen zeige ich nur 6 gegen 6. Und wenn man hier schon Non-Lethals zockt, solo oder mit einem Kollegen, dann gehen schon alle raus. Nur getrippt, deswegen will ich gar nicht erst wissen, wie es ist, wenn ich mit Loadstar und Swarm zocke. Also ich will das mir gar nicht erst antun. Gehe ich lieber hier auf so ein paar schnelle Nuklears, die auch relativ einfach zu erreichen sind in meinen Augen. Und ja, ich werde ja sehen, noch wie gut die für diese sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie gut ist. Ja, also, es gibt echt nichts an der Map zu meckern. Es ist relativ klein, viel Action, farbenfroh. Nicht zu viele Spots meinte ich. Man kann gut flankieren, was weiß ich. Finde die Map auch generell gut zum Ansehen. Ja, SMG würde ich hier ja, empfehlen eigentlich. Ja, jetzt kommen wir erstmal zu den Tipps. Wie gesagt, der erste war ja schon hier, SMG am besten auf der Map zu nutzen. Und 6 gegen 6, vertraut mir einfach, wenn ich 6 gegen 6 zocke, also auf den DC-Map, zockt einfach keine hohen Streaks, zockt einfach nur Drohne, Konterdrohne, VSAT oder noch EMP. Falls ihr EMP mehr mögt als Konterdrohne. Was ihr am besten machen würdet, ist auf jeden Fall Hardliner und Flak Jacket rein zu tun. Also Hardliner für den einfachen Grund, dass die sind zwar Non-Lethals, ja. Und Drohne ist relativ einfach zu erreichen, das sind ja nur so 400 Punkte oder so. Aber auf den DLC-Maps sind eigentlich so, ja, Durchschnitts-DLC-Spieler ist einfach viel besser als irgendwie so Leute, die DLCs nicht haben. Deswegen würde ich es einfach empfehlen, die 20% da zu haben. Und Flak Jacket einfach, weil sehr viele Leute irgendwie noch Bouncing Betties und so zocken und C4. Jedenfalls war es so in Revolution und Uprising. Das waren die zwei DLCs, die davor kamen. Hat jeder mit C4 gezockt, jeder. Aber hier, ich weiß nicht, woran es liegt. Hier zockt kaum einer mit C4 und Bouncing Betty. Aber jetzt soll ich mich fragen, ja, warum nutzt du dann noch Flak Jacket? Ich will einfach nicht das Risiko eingehen, irgendwie ein vor VSAT, ein vor Nuklear, was auch immer, C4 in die Fresse zu kriegen oder gesmort zu werden, was weiß ich. Entschuldigung. Was ich noch sagen wollte, ist Scavenger und Hardliner, nein, Scavenger und Toughness müsst ihr auf jeden Fall mit zocken. Also Scavenger kann es von selbst. Mehr Muni. Toughness, wie gesagt, die DLC-Spiele sind einfach besser als so nur Leute, die die Map-Packs nicht haben, meistens. Und die werden euch wahrscheinlich treffen. Das heißt, damit ihr auch besser zurückschießen könnt, braucht ihr einfach Toughness. Ist einfach so. Vor allem noch für so Waffen wie FAL und sowas, braucht ihr einfach Toughness, glaubt mir. Macht einfach, benutzt dieses Class-Setup und als dritten Perk müsst ihr eigentlich gar nichts benutzen. Also ihr könnt Dexterity, Tag Mass, was auch immer benutzen. Ihr seht jetzt wirklich kaum Leute mit Chok-Chak und so rumlaufen, was mich auch natürlich freut. Ich hasse solche Teile reinzulaufen. Dexterity würde ich aber jedenfalls weiterempfehlen eigentlich. Wenn ihr aber kein Dexterity mögt, würde ich einfach komplett rauslassen, dafür C4 oder Cap 40 reinhauen. Und ja, Gameplay kommt eigentlich schon zum Ende. Also ich habe euch mal alles so an Tipps und Class-Setup gegeben, würde ich mal sagen, für die C-Maps. Hoffentlich hat es euch gefallen. Vielleicht hilft es euch ja weiter. Also probiert es auf jeden Fall aus. Über die Maps kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich Tipps geben, um ehrlich zu sein. Versucht einfach zu flankieren und bleibt von der Mitte weg, also was ich zu sagen habe. Ja, das war's ziemlich im Kommentar. Hoffentlich hat es euch gefallen. Oh, falls es euch gefallen hat, lasst mal bitte ein Like da.
waren wir so bei 250 Likes wieder, oder bei 200 Likes, da ich wieder das nächste Nuklear-Gameplay hoch.